Moin, moin ihr Lieben. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dysons für Program. Beim letzten Mal endlich Quantum Chips und die werden wir jetzt auf den Bus bringen und die MK3 Assembling Machines da draus bauen und noch andere schöne Sachen. Gucken wir uns das mal an. Mal rein. So. Okay, als erstes Bus Upgrade, ganz klar, haben wir hier schön, ne, mit Game Hub. So, das kommt hier so hin. Ja, funktioniert auch einfach so. Dann sagen wir hier, machen wir erstmal diese Dingsmaschinen. Filter ist die. Wir machen jetzt mal Request from other Distributors. Warum machen wir das so? Weil, damit das hier hinten mal alles leer wird. Und wir dann hier dieses Ding hier packen können. Kram, ne? Ich mach meine alle rein. Alles. Okay, gut. Und die, hoffe ich, fliegen da mal weg. Minus 48. Wichtig ist, dass wir hier nicht nur die 50, ne, sondern mal das so machen. So. Jetzt fliegen da natürlich ein paar mehr hin. Irgendwann, wie gesagt, sind die Dinger, haben die dann auch mal ausgedient. Oh. Da müssen wir nochmal ein kleines Fuel-Upgrade fahren. Ne? Zum Glück habe ich hier Mini-Fusion mal 30 am Start. Kann ich hier irgendwo mal einfach mal droppen. Wer ist mit hier? Gut aus. Klick. Wollen wir natürlich nicht, ne? Dazu brauche ich aber nochmal 30 Mini-Fusion. Die haben wir ja hier. Nee, das sind falschen. So, dann fliegen wir da mal kurz hin. Ja, dachte ich mir schon, ne? Weil das kann tatsächlich dann erstmal wieder losgehen. Ground Fighter und Space Fighter. Und dann kommen hier gleich die ersten Deuterium-Dinger rein. Und die Jungs sind inzwischen auch richtig schnell unterwegs, finde ich, die Logistik-Drohnen. Ah, 70%. Oha, ne? Das ist schwierig. Aber bald gehen sie hier rein. 2000. Da sind sie. Und gleich haben wir hier hoffentlich, zack, 100%. So soll es sein. Schön, schön, ne? Das ist easy, kann man halt gleich droppen. Und schon haben wir wieder genug Power. Da muss jetzt sich erstmal füllen, aber so ist gut. So, Quantenchips haben wir, war ja die Geschichte hier. Jetzt müssen wir natürlich, da kommen auch die ersten Quantenchips an. Oh, nicht die ersten sind schon da hinten, sehr schön. Jedoch haben wir jetzt hoffentlich die Dinger hier leer. Perfekt. So, und dann kommen hier die Sachen weg. Und was brauchen wir? Wir brauchen diese. Wieder jetzt mal ein bisschen das Upgrade Belts und Sorters, ne? Achso.
Gleich mal um 2. So, dann kommt das Ding hier raus. Sehr gut. So, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch diese Particle Broadbands und Quantum Chips. Ich glaube, die Particle Broadbands, oh Gott, die haben wir hier natürlich auch. Haben wir. Und da haben wir jetzt auch die kleinen Chips. Wie machen wir jetzt hier Particle Broadbands? Ich glaube, dass man das einfach so macht. Kleines Logistikding aufs Dach. Sagt, wir brauchen hier Particle Broadbands. Request, okay, haben wir nicht. Nicht gut. Aber wir limiten das hier auf das. Dann sollte das gehen. Wie viel braucht man dafür, für so ein Ding? 8. Ja, okay. Und hier dann ihm schon mal sagen, Guessfilter die Sachen. So ist richtig. So. Particle Broadbands weiß ich, werden ja hinten genau da gemacht, ne? Bei der lilanen Science. Oder ich glaube, wir müssen es nochmal sowieso bauen. Ah. Hier geht's zwar rein. Und findet dann seinen Weg da so irgendwie rein. Ich mache jetzt hier mal, bevor ich hier nämlich nochmal eine komplette neue Station dafür aufbaue, mache ich es einfach so. Filter, die Dinger rein und provide, ne? Und schon geht's. Problem ist ja auch nicht, oder doch, ist das Problem die Particle Broadbands? Ne, Problem sind die Prozessoren. What? Okay, das wusste ich gar nicht. Oder werden jetzt hier alle gesnackt von den Quantenchips? Quantenchips. Wäre natürlich was. Na, haben wir jetzt hier den ersten. Assembler MK3, da ist er. So ist recht. Funktioniert aber gut. So, und dann machen wir das gleich nochmal hier für die etwas besseren Sachen nicht. Ich brauche hier auch... Nee, okay, das passt alles. Das Strange Matter haben wir, glaube ich, auch nicht auf dem Bus, oder? Nee. Brauchen wir halt wieder so ein Ding. So, wir machen jetzt erstmal so. Die Dinger haben wir hier, das muss erstmal raus. Habe ich denn diese Chemiedinger hier noch am Start? Okay, dann brauchen wir nochmal Titaniumglas und die anderen. So, Titaniumglas haben wir hier oben. Ne, haben wir gar nicht. Okay. Das ist natürlich irgendwie nicht so geil.
Ah ja, Quantum Chips haben wir auf jeden Fall. Die muss ich mir auf jeden Fall holen. Na, irgendwie. Ah, da mache ich mal ein Fragezeichen an das Bussystem hier ran. Weil, jetzt so die Endgame-Sachen, die kriege ich irgendwie jetzt nicht mehr so hier an den Start. Okay, das haben wir, das haben wir. So, jetzt brauchen wir noch Strange Matter. Mal sehen, ob es überhaupt geht. Sicher ist, dass wir das hier irgendwie haben. Bin doch nicht. Na gut. Wir kommen mal. Logistics. Titaniumglas haben wir nicht drin. Und was brauchen wir hier? Strange Matter. Geht irgendwie auch nicht. Also, müssen wir mal zu Titaniumglas. Was hier extra gemacht wird. Hier geht's aber auch rund. Prozessoren, liebe Leute, ist das Problem. Aber irgendwo bin ich mir auch sicher, dass ich Titanium mache. Weiß nicht mehr wo. Also mit den Prozessoren hier, das läuft gar nicht, ne? Das ist hier das Problem. Ist alles voll. Diese Dinger, ja, okay, Silizium ist das Problem. Ja, das dachte ich mir schon. Okay, Silizium müssen wir mal ein bisschen mehr ranholen. Da brauchen wir ein bisschen mehr. Kurz hier checken. Genubi-System. Da müssen wir noch mal ein bisschen auf dem Planeten bauen. Nicht gut. Okay. Okay. Das ist wichtig. Trotzdem. Hier ist Titaniumglas, ne, was gemacht wird, aber das wollte ich ja nochmal gucken. So, Strange Matter weiß ich genau, das wird hier irgendwo gemacht. Hier auch nicht. Das Titanium dies, da ist das. Titanium, das, das, das. Graphen, das ist schon cool, dass das alles läuft. Hier haben wir nochmal Stein, hier haben wir nochmal super viel. Öl. Das scheint auch halbwegs zu gehen. Das ist Frame Material. Das Strange Matter. Vielleicht sollte ich das hier mal auf Blau setzen. Okay. Aber ich hätte hier auch gerne mal Strange Matter. So einem kleinen, ne, für die Mall. Muss ich vielleicht irgendwann mal kurz, habe ich die Dinger, kann ich die hier reindroppen? Ja. Irgendwas. Muss ich mal ein bisschen runterfahren. Ah, hier. Hier, die Dinger. Nee, geht irgendwie auch nicht. So, aber dann werde ich das jetzt kurz mal lösen. Und ich glaube, ich muss mal auch weg von diesen ne, Proliferatoren. Also hier kriegen wir ja das Blaue raus. So soll es ja auch sein. Aber richtig.
funktioniert. Plane-Filter. Haben wir sie hier, genau. Auch krass, ne, mit diesen. Wenn die hier nämlich mal abgehen, dann sieht sie aber auch mau aus. Naja, hier wird. Ah, wie kriegen wir das hier noch hin? Ich weiß nicht. Ist jetzt auch nicht gut. Wir machen es einfach so. Der Filter kann er natürlich noch nicht gessen. So. Soll auch irgendwo noch mal sein. Oder haben wir das, machen wir das wirklich nur? Ich bin mir fast sicher eigentlich, dass wir das woanders noch mal machen. Late Game. Ist es. Hier 2,5 Proliferator MK3. Alles geil, aber wo hier die Prozessoren 18,75, da müssen wir irgendwann auch hin. Passiert ja eigentlich was mit dem Effekt? Ja, da können wir immer so viel machen. Ne? Also, da brauchen wir, mache ich mir keine Illusionen. Dann mache ich jetzt mal die etwas besseren rein. Nehmen wir einmal 200. Ist da. Meine anderen brauche ich da mal rein. Da ist alles gut. Das erste, was ich glaube ich mache, ist das Ding upgraden. Funktioniert auch, sehr gut. Und das Ding hier. Na, die machen dann halt auch ein bisschen. Im K3-Maschine, ne? Macht der 1,5-fach Speed. Okay, so. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich hier, ne, jetzt haben wir das zwar am Start. Ne, aber es fehlt immer noch Titaniumglas. Und ich glaube, dann baue ich einfach tatsächlich mal eine neue Produktion für. Hier ist es nicht. Da 54 Titanium. Nehmen wir wieder so einen riesen Mob hier an. Das ist ja nicht so viel. So ein Ding, ne? Hier wäre super. Fliegen wir hin, versuchen wir mal hier ein bisschen wieder was mit Dingern hier. 14,4K, das ist natürlich nichts. Wo packen wir es nochmal hin?
hier, ne? Hier war's. Okay, müssen wir hier in diesen kleinen See kurz mal. Denken wir mal. Vielleicht. Ja, nochmal was da. Welchem other object? Kulein, ach so, wahrscheinlich weil das hier zu eng ist. Weil es zu eng ist. Hier. Ich müsste mal diesen See hier mal so ein bisschen. Ne? Kannst vergessen. Hier ist alles weg. Ja. Wenn wir das hier nicht knallen. Muss eigentlich auch nicht 54, ne? Es reicht ja. Bin ich hier was hin? Oh ja, geklappt. Auch geklappt. Auch geklappt, oha. Müsste hier, hier müsste noch ein bisschen was weg, aber keine Chance, glaube ich. Not enough soil pile. So. Ja, vielleicht. Close to other logistics station. Oh Gott, es geht. Na denn. Das ist natürlich geil. Dann haben wir Titanium Glass. Auch nicht schlecht. Und dann haben wir diese neuen Quanten Labs, ne? Die da auch mal ein bisschen was machen. Und dann müssen wir uns jetzt mal um Silizium nochmal kümmern. So, Quanten Labs. Oh ja, wir haben nochmal das Crude Oil. Oder das Ding hier. Sieht gut aus. Und irgendwann kann ich die Deuteriums raushauen. So. Das haben wir alles. Da haben wir die. Das kann ich jetzt ja auch nochmal schnell schon mal fertig machen. Request, das passt. Und hier machen wir so viele. Ja, das passt. Weg die Thermal Power Plants. Dann kommt hier. Wo sind sie, diese Dinger hin? Machen wir irgendwie 90. Ich kenne jetzt die Stack Size nicht. Aber ne. Okay. Mal hier hinstellen, finde ich immer persönlich sehr gut. Hat was Beruhigendes, wie sich das hier so alles so, ne? Okay, das müsste ich gar nicht so machen.
Aha. Wo kommt denn das Proliferating her? Wahrscheinlich von hinten, ne? Oh, Quantenchips haben jetzt natürlich ein Problem. Ich weiß, okay. Wollen wir nochmal ein bisschen schneller? Sehr gut. Dann werden wir nochmal zum Siliziumplanet ballern. Prozessoren bzw. halt Silizium machen, ne? Wir müssen dann hier, da haben wir soweit auch erstmal alles. Drive Engine geht nicht weiter, Energy Shield kann ich nicht machen. Drone Engine auch nicht. Das können wir nochmal mitnehmen. Das geht nicht. Communication geht nicht, das geht nicht, das geht aber. Mecha Core geht auch nicht und Universe brauchen wir auch grün für. Haben wir, glaube ich, hier soweit erstmal alles fertig. Energy Shield, das hatte ich eben schon geguckt, ne? Ja, das könnte ich noch machen. Nö. 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 Ja. Muss ich hier noch mal? Mach hier einfach mal. EM-Effekt. Combat Drone Damage, da kann ich nichts machen. Combat Drone Attack Speed kann ich was machen. Durability. Das geht alles. Aber das müssen wir erstmal machen. Oder will ich halt erstmal machen, bevor ich diesen Space Hive da angreife. Immer ohne Witz, ne? Wieso denn hier? Sache, der hat das Ding hier gar nicht hingebaut. Hm. Ah ja, genau, denn die machen das ja immer mit so einem Special, ne? Da kommt das Ding hier einmal so. Und auf das Ding kommt dann. Sind sie? Machen wir das so. Okay. Müssen wir jetzt mal so machen. Was fehlt hier? Glas. Ach, hier. Remote Local Demand. Local Demand. Okay. Ah ja, okay. Jetzt kommen hier schon so in Endgame-Sachen rein, deswegen. One route out of range. Natürlich nicht so gut. Bauen wir hier nochmal so ein Ding hin. Zum Glück ist da genug Platz. One available. Na denn. Jetzt wird hier ordentlich was gemacht. Was? So, dann. Silizium, meine Freunde.
Habe ich soweit alles. Ich habe genug von denen. Das passt. Den genug. Passt auch. Ich habe Schmelzer. Ich habe... Was ich nicht habe, sind tatsächlich die Linksmaschinen hier. Liest 100. Habe ich die? Die muss ich haben. Ja, habe ich auch. Okay, also eigentlich sieht es gut aus. Eigentlich müsste es laufen. Also super geil läuft es nicht, aber okay. Wir brauchen mehr Silizium. Algenubi 2 ist es, ne? Ja, ich glaube schon. Geht aber auch was ab. Aber Silizium ist wichtig. Quantenchips. Ja, dann machen wir jetzt mal hier Folgendes. Wir haben ja hier nur so eine ganz kleine Siliziumschmelze. Obwohl, nee, haben wir nicht. Wir haben eine große. Aber das geht halt alles weg. Oh, muss ich mal ein bisschen upgraden. Aber jetzt müssen wir halt einfach ein bisschen mehr machen. Ne? Also ein bisschen mehr abbauen. Weil das ist eigentlich der Siliziumplanet. Immer super viel da. Das Supply, die Dinger rein. 100%. Und Vollgas. Nummer 1, dann geht's weiter. Stein haben wir, glaube ich, hier auch eine Menge, ne? Ich mal kurz. Ich will das ein bisschen runter machen, wenn ich schon hier bin und das so sehe, ne? Es gibt nämlich sehr viel Säul, was ich mir hier so mitnehmen kann. Hier auch so ein bisschen, ne? Da bin ich jetzt gleich bei 70.000. Okay, Sinn ist, wir gehen jetzt aber zu Silizium, da haben wir nochmal 1,5 Millionen. Sieht immer so ein bisschen aus wie ein Mond hier, ne?
Das geht von links. Sehr gut. Ich glaube, eine machen wir noch, ne? Da haben wir noch eine. Also Nummer zwei. Legen wir mal. Hier ist aber auch kein Angriff mehr, ne? Also. Finde ich natürlich auch sehr bezeichnend. Ich weiß auch nicht, woran sie das irgendwie festmachen, aber. So, nächstes Ding hier. Ich bin noch am überlegen, wie es halt immer am sinnvollsten ist, ob ich einfach so ein Ding mache, ne? Und dann einfach nur so ranbaue. Scheint alles zu laufen. Okay. So, wie sieht es hier aus mit dem Silizium schmelzen? Es kommt ordentlich was rein. 1800. Aber immer noch nicht so viel, dass es passt, ja? Teilweise ist es halt immer dann noch leer. Oh, wir kommen aber hier so in die letzten Gefilde rein. Hier wird auch richtig viel jetzt gerade hergestellt. Wenn ich jetzt mal hier so reingucke, in der letzten Minute im Algenubi, Production 2500, Konsum, und schon haben wir was Gutes. Schon haben wir was Gutes. Ah, einmal mache ich noch. Irgendwo haben wir noch mal eine, hatte ich ja gesehen. Checken. Ach, da ist sie. Ah, mit N kann man es nach Norden ausrichten. Hm, wieder was gelernt. Hier auch, ne, wieder so eklig. So komisch. Mal so. Oh, was? Okay. Das ist doch super, da haben wir noch alles. Wieder den äußeren äußersten nehmen. Den Rest einfach dazu packen. Okay, das wird hier nix. So viel zur Not kann man ja auch immer noch packen, ne? Also so stapeln. Viel mehr, doch, wir haben noch 200, das passt. Millionen. Jetzt bin ich gespannt, jetzt müsste das eigentlich ausgelastet sein. Jetzt müsste es eigentlich ausgelastet werden.
Ja, hier. Ah, immer noch teilweise auf Null. Wird. Okay. Konstant kommt jetzt hier was rein. Geil. Geil. Sehr, sehr schön. Ja, wir haben auch noch hier 10, 11, 12. Ne? Das bedeutet halt, wir haben hier ja, noch ordentlich, sag ich mal, ein bisschen Puffer noch. Und das High Purity Silicon. Ich glaube, was haben wir denn hier? Local Demand. Kommt ja gar nicht so viel. 100? Ja, wir haben hier über 1000. Wohin geht das denn? Haben wir hier noch einen? Der da? Nö. Hä? Plus 300? Wohin gehen denn diese ganzen Dinge hier hin? 780. Müsste ja irgendwo anderen plus 280 sein. Hier anderen. Immerhin. Ja, okay, gut. Aber das funktioniert. Das ist die Hauptsache. Und jetzt hat sich das hier oben aber auch schon ein bisschen wieder entschlackt. Also, mal ganz kurz wieder zu meinem eigenen Nubi. Ne, nicht 1, sondern 3. Haben wir nicht? Da. Na, und wenn jetzt hier irgendwie was wäre, drücke ich einfach mal mir so Z. Und schon sind die Jungs da. Fliegen mit mir. Sehr cool. Muss man halt wissen. Ne? Jetzt geht das aber zum Glück alles ein bisschen weiter. So, Silizium haben wir, aber ich glaube, jetzt ist es halt einfach ein Problem der Prozessoren. Ne, zum Beispiel, ich muss jetzt mal, ne, ich kann auch aufräumen und sagen, hier, Collect All, möchte ich gar nicht haben. Oder bei denen hier, ersten, Collect All. Dann irgendwann, ups, nicht hier. So. Wie sieht's hier aus? Guck mal, da kommen jetzt schon wieder ein paar. Wir wollen halt ein bisschen was auffüllen, was ja auch gut so ist. Jetzt weggenommen? Ja. Und den Dingern? Auch genug da. Habe ich da gesagt, wie viel brauche ich? Okay. Die sind weg. Muss ich noch irgendwas weghauen? Ja, hier. Ja, nochmal die wegnehmen. Müssten die jetzt hier langsam verschwinden. Das ist schon ganz cool. Du kannst halt damit ordentlich aufräumen, ne? So, okay. Ist hier das Problem? Eigentlich nichts. Hier läuft alles gut. Quantenchips. Titanium Glas läuft auch gut. Oh,
Okay. Die Dinger müssen irgendwann auch nochmal weg. Da brauchen wir nämlich die etwas besseren. Aber ich will nochmal hier gucken und ich nehme an, hier ist einfach her. Ja, ne? Wie der Prozessor mal will. Und die Prozessoren, da muss ich halt einfach nochmal eine ordentliche Base bauen. Weil Prozessoren sind halt super, super wichtig. Könnte man dann auch irgendwie auf so einem anderen Planeten mal machen. Weil wir checken mal ganz kurz ab. So, habe ich jetzt, werden jetzt hier eigentlich diese Dinger gebaut hier? Oh, guck an. Hm, 30 sind sie. Kann ich hier nochmal raufgehen? 90 passt. Okay. Auch nicht schlecht. So, dann machen wir kurz zu den Prozessoren. Wo sind sie? Ich glaube, die hatte ich hier gebaut. Hier, ne? Hm, jetzt laufen die wieder gut. Was haben wir hier denn für ein Problem? Immer noch die mikrokristallinen Komponenten. Was ist denn da los? Mach mal hier. Oh. Bin ich da nicht hin? Out of range. Vielleicht liegt es auch deswegen, oder liegt es auch daran. Haben wir nochmal. Hier mal kurz gucken. Einen guten Prozessorbild. Nee. Nehmen wir mal das. Haben wir auch nicht. Mhm. 7,5. Das wär's. Machen wir mal folgendes. Starven das mal alles. Und dann bauen wir da mal was Neues. Dann bauen wir mal das 18,75 Ding hin. Der irgendwie auch passen. Jetzt bei 1,15. Ja, das sieht gut aus. Das hier sieht nicht gut aus. Distribute. Kein Mensch mehr, diese 1000 da drin, ne? Na gut. Na gut, das haben wir jetzt. Wie sieht es jetzt hier aus? Oh ja. Schon leerer. Na dann. Mehr hier hin, weil hier kann ich ja die Mall erweitern. Mhm. Sondern, keine Ahnung, jetzt bauen wir, keine Ahnung, wo ist das hier, Prozessor PLS. Die Dinger hier. Ja, natürlich geil. Ja, vielleicht irgendwie so hier so. Dann müsste ich aber hier ein bisschen was, aber vielleicht. Vielleicht passt's ja. Vielleicht geht
jetzt hier hin? Jetzt hier so ein bisschen droppt. Das wäre dann auch wahrscheinlich die letzte Action für heute. Mal gucken. Ja, das würde hier noch gehen, ne? Ja, so. Collide with other object. Funktioniert trotzdem. Ich mache hier mal. Das, wenn das jetzt hier so gut läuft, ey, das wäre natürlich. Ich muss hier irgendwie wieder was von außen nehmen? Nee, ne, das kommt da hinten. Zum Beispiel hier. Wenn das hier schon mal reinkommt, ne, der Proliferator. Safe. Und dann haben wir ja hier hinten noch nichts mehr. Kann ich das eigentlich auch mit so einem Power Tower machen? Ja, dann müsste ich eigentlich. So, jetzt 1, F2. Geht einfach nicht. Nehmen wir mal kurz das hier raus. Was ist das? Und dann haben wir hier noch ein bisschen, ich glaube, ne? Eisen ist genau. Noch hier irgendwas? Nee, ne? Sehr gut. Jetzt scheint es ja wieder ein bisschen mehr von den Dingern zu geben. Uiuiui. Ja, ne, Silizium. Das ist es halt. Extrem. Das ist ja unglaublich, wie viele davon brauchst, ne? Allerdings haben wir hier auch einen kleinen Indikator. Wenn es mal nicht so läuft. So, und was ist jetzt da wieder das fucking Problem, ne? Also echt lila Science, ne? Mit den. Ja, ich glaube, es ist Carbon Nanotubes oder whatnot, Alter. Es ist einfach wieder irgendeine, die hier nicht wieder funktioniert. Ne? Warum auch immer. Das sind doch Prozessoren. Ja, was ist? Ran damit. Das Ding ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Prozessoren beim Quantum da benutzt werden, weil ich brauche gar nicht so viele Quantenprozessoren.
habe ich hier zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, das Ding auch voll. Nee, 60. Ja, es wird ein bisschen was gebaut, klar, aber ey. Auch nicht die World so, ne? Das Ding ist zum Beispiel komplett voll. Mein Stuff hier davon auch. Wenn die hier nochmal ein bisschen gebaut, ne? Lass mich raten, sind die? Ah ja, okay. Kein Problem hier mit den Dingern. Ah gut, ich habe auch gesagt. So, okay Leute, jetzt haben wir heute ein bisschen was geschafft. Wir haben Quantenprozessoren am Start. Das hatten wir ja schon letztes Mal, aber wir haben die Lithium erhöht. Sollte alles so ein bisschen funktionieren hier. Prozessoren kommen rein, nicht viel, aber sie kommen. Und das ist erstmal die Hauptsache. Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Habt noch einen tollen Montag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr das hier seht, komme ich gerade von der LAN-Party wieder. Gespannt, wie die war. Also dann, bis zum nächsten Mal.